Liebes Präsidium, Kolleginnen und Kollegen, Kollegen von der CSU, was Sie in der Asylpolitik mittlerweile von sich geben, ist nicht Klartext, sondern ist Stimmungsmache gegen Schutzsuchende. Sie spalten und Sie vergiften. Und das ganz bewusst und ganz gezielt. Und Sie spielen damit wirklich ein brandgefährliches Spiel. Sie denken hoffentlich noch an den Anschlag in Forra. Und heute Nacht ist in Reichertshofen im Landkreis Pfaffenhofen auch eine Asylunterkunft in Brand gesteckt worden, eine, die in Zukunft bezogen werden sollte. Wollen Sie wirklich diesen Menschen, die das tun, noch die Argumente liefern, warum sie das tun? Hören Sie endlich auf mit Ihrer schäbigen Politik! Sie schüren Vorurteile und Aggressionen, anstatt sich an die Fakten zu halten. Jetzt machen wir doch mal den Faktencheck. Fakt ist, nicht bei uns herrscht der Ausnahmezustand und der Katastrophenmodus. Schauen Sie nach Syrien, schauen Sie nach Libyen, schauen Sie nach Eritrea. Da werden Sie sehen, was Ausnahme und Katastrophe ist. Es ist doch unerträglich, wenn Sie das mit unserer Situation hier vergleichen. Die wirklich großen Probleme haben die Flüchtlinge und nicht wir hier. Fakt ist zweitens, die Schutzquote bei den Asylanträgen liegt bei knapp 35% und nicht bei den 2%, die Markus Söder im Moment immer wieder thematisiert und durchs Land trägt. Wenn man sie von den sogenannten formellen Entledungen die noch mal einbezieht, dann sind wir bei einer Gesamtschutzquote im Moment von 48,5%. Fast jeder Zweite genießt den Schutz aufgrund der Genfer Flüchtlingskonvention und anderer rechtlicher Übereinkünfte. Sehen Sie sich das endlich an, akzeptieren Sie das und hören Sie auf mit diesen verhetzenden Reden von 2%. Fakt ist drittens, Sie lassen diejenigen vor Ort im Stich, die Hilfe leisten, die sich kümmern, die sich engagieren, die sich um Integration bemühen. Erst vor kurzem gab es einen Brandbrief von Helferkreisen. Mittlerweile lösen sich einige Helferkreise auf. Nicht, weil sie sagen, es kommen so viele Flüchtlinge, sondern weil sie sich von Ihnen und von den Ministerien, von den offiziellen Stellen im Stich gelassen fühlen, weil Sie die Bürokratie aufbauen, gegen die die anderen ankämpfen müssen. Diese Helferkreise sind das Rückgrat der vielbeschworenen Willkommenskultur. Und wenn wir dieses Wort der Willkommenskultur nicht wirklich zur zynischen Floskel verkommen lassen wollen, dann müssen wir genau die stärken, die vor Ort sich engagieren, die den Flüchtlingen die Unterstützung bieten. Genau die müssen wir unterstützen, damit wir den gesellschaftlichen Frieden erhalten. Fakt ist, Sie reden davon, man muss die Fluchtursachen bekämpfen. Letzte Woche gab es einen Dringlichkeitsantrag der SPD im Europaausschuss. Da ging es darum, auf dem Balkan die Fluchtursachen zu bekämpfen. Ganz genau, auf dem Balkan. Dort die Wirtschaftsbeziehungen, die Hilfsprogramme aufzubauen, damit die Menschen dort vor Ort eine Perspektive haben, eine wirtschaftliche Perspektive haben und sich dort was aufbauen können. Was tun Sie, anstatt zu sagen, super Idee, müssen wir sofort umsetzen? Sie lehnen mit fadenscheidigen Argumenten diesen Antrag ab. Das zeigt, es geht Ihnen nicht um konkrete Lösungen und die Bekämpfung von Fluchtursachen, sondern es geht Ihnen um schäbige Stimmungsmache. Fakt ist, durch Ihre Abschreckungsrhetorik werden Sie keinen Flüchtling davon abhalten, vor Krieg und Verfolgung zu fliehen. Dazu ist die Not vor Ort viel zu groß. Da mag sich Herr Söder noch so ins Zeug legen mit den Diktatoren. Dort wird es dann doch nicht aufnehmen, zum Glück. Aber was Sie damit schaffen, ist, dass Sie hier vor Ort die Stimmung vergiften, dass Sie polarisieren, dass Sie den gesellschaftlichen Frieden aufs Spiel setzen. Und da müssen Sie aufpassen. Das dürfen wir nicht zulassen. Und deswegen fordere ich Sie eindringlich auf, hören Sie endlich auf mit dieser Kampfrhetorik. Fakt ist,
weiß, es gibt auch in Ihren Reihen besonnene Töne und engagierte Menschen mit aufrichtigem Engagement. Ich hätte mir gewünscht zum Beispiel, dass Martin Neumeier hier heute in der Debatte spricht. Ich weiß nicht, ob er nicht mag oder nicht darf oder ob er schon aufgegeben hat. Ich würde mir wünschen, dass der Wortführer in Ihrer Asylpolitik nicht Markus Söder, sondern Martin Neumeier heißt. Frau Pause, kommen Sie bitte zum Ende. Fakt ist, was macht man, wenn man große Herausforderungen, große Aufgaben hat? Man packt sie an, man jammert nicht, man klagt sich, man verschiebt sich nicht die Verantwortung auf andere, sondern man stellt sich der Verantwortung. Beim G7-Gipfel konnten Sie sich selbst nicht genug loben, dass Sie ein tolles Projekt geschultert haben mit großer Kraftanstrengung. Ja, und nur einen Bruchteil dieser Kraftanstrengung würde ich mir wünschen für eine menschenwürdige und menschliche Asylpolitik in Bayern. Das ist jede Kraftanstrengung wert. Da haben Sie bisher versagt und deswegen fordere ich Sie auf, setzen Sie sich noch mehr mutwillig den gesellschaftlichen Frieden aufs Spiel. Sie alle werden es dann nämlich später bitter beklagen. Dankeschön.